So, da bin ich wieder mit Downstaff und dem lieben Wilson. Warum liegen denn hier so viele Sachen auf dem Boden? Ist das denn richtig, dass die auf dem Boden lagen? Also den habe ich wahrscheinlich aussortiert, weil ich den nicht brauche, genauso wie den. Na gut, also. Ich bin im König des Winters angekommen, in der zweiten Welt vom Adventure Mode. Und die letzte Folge ist ein bisschen knapp geworden, weil ich eigentlich einen sauberen Schnitt haben wollte zu den Welten jeweils. Also wollte ich es eigentlich so haben, dass wenn ich eine neue Welt anfange, ich auch ja, so einen Cut dazwischen habe. Ja, bei King of Winter, das habe ich glaube ich schon gesagt, man stratzt so durch. Ich habe hier ja schön meinen Bart wachsen lassen. Ich muss zusehen, dass ich irgendwo Büffel finde, um mir eine Wintermütze zu machen, denn man friert hier unglaublich dolle. Und der Winter, das habe ich noch nicht gesagt, aber der Winter ist hier durchgängig. Also es ist die ganze Zeit über bitter kalter Winter. Was auch mit sich bringt, dass der Dirklops, also das Wintermonster, hier regelmäßig mal vorbeischaut. Und man eigentlich konstant auch auf Essenssuche sein muss. Aber positiv hier ist, dass hier immer wieder Pinguine spawnen. Und die sind ja, die bringen ja Eis mit sich jedes Mal, wenn sie spawnen. Und das Eis wechselt auch immer wieder nach. Ist hier links von mir jetzt. Und das ist ganz praktisch, weil ich dieses Eis auch essen kann. Und ich habe ja einen Crockpot vorgebaut. Also alle Sachen, die ich hier blau gesetzt habe, werden ja einfach mitgenommen in die nächste Welt. Und das hat den Vorteil, dass ich esse mich mal richtig satt, weil oh, die werden nicht mehr so. Mit dem Crockpot kann ich, hier wird es auf jeden Fall irgendwo Spinnen geben, aus einem Monsterfleisch und drei Eis mir ganz viele neue Klöße machen. Die hier, die werden gleich alle schlecht werden. Deswegen habe ich mich einmal jetzt gerade komplett satt gegessen, obwohl das ein bisschen unnötig war. Aber die werden mir jetzt gleich alle vergammeln. Da hätte ich ein bisschen mehr Geduld an den Tag legen müssen. Aber so ist auch in Ordnung. Also das kriegen wir schon irgendwie hin. Die Nächte sind die ganze Zeit über sehr lang. Aber solange ich keine Wintermütze habe, werde ich nicht, zumindest nicht am Anfang jetzt, nachts durch die Gegend laufen. Aber dadurch, dass die Nächte so lang sind, hat man auch die ganze Zeit so ein Sanity-Problem. Dafür habe ich die Schottenmütze ja mitgenommen. Das ist ganz schön eigentlich. So. Aber trotzdem ist es natürlich ein wenig langweilig, hier rumzustehen. Aber noch können wir uns ja freuen, dass wir es überhaupt hier in diese Welt geschafft haben. Nachdem ich bei dem Adventure Mode am Anfang in der ersten Welt schon solche Hungerprobleme hatte. Ich guck mal, dass ich den Stein hier schön warm halte. Der hilft mir auch sehr. Bei dem Stein ist es auch ganz süß, wenn der richtig doller angeheizt ist, also rot glühend. Ich zeig das mal. Richtig schön rot glüht. So. Dann gibt er auch ein bisschen Licht ab im Dunkeln. Oh. Oder auch nicht mehr. Ja, macht er wohl nicht mehr. Sorry. Was könnte ich mir denn Schönes aus dem Blümchen noch machen? Gerade gar nichts, ne? Bräuchte ich mehr Blümchen für? Also eigentlich habe ich hier ganz gut was gesammelt. Ich laufe mal hier unten ein bisschen lang. Ich habe schon gesagt, das ist oft hier King of Winter wie so ein Korridor aufgebaut. Das heißt, dass ich einen Durchgang nach dem anderen habe und nicht so eine Abzweigung wie bei der letzten Welt. Es kann aber auch ganz anders sein. Alles ist möglich. Ich sammle mal ein bisschen auf dem Weg.
Ja. Gras habe ich jetzt auch schon genug. Holz habe ich genug, ein Stöckchen noch ein bisschen. Bei Gras kann ich eigentlich gar nicht genug haben. Weil man das Gras Feuer macht und das ist immer doof. Das hatte ich im letzten Biom auch gar nicht, dadurch, dass die Übergänge so nett für mich gehalten waren. Ist eigentlich im Adventure Mode auch oft so, dass wenn man durch so einen Übergang geht, man eine Ressource auf der anderen Seite nicht mehr hat, die man vorher im Überfluss hatte. Das heißt, hier bin ich jetzt gespawnt und hier gibt es sehr viel von allem. Aber es kann sein, dass ich gleich über so einen Übergang gehe. Und dann gibt es kein Gras mehr oder keine Bäume mehr oder keine Stöckchen mehr. Und dann scheitere ich am Ende an so doofen Sachen, wie dass ich mir kein Feuer bauen kann, weil ich keine Stöckchen, also kein Gras mehr habe. Das wäre richtig doof. Deswegen gerne viel Gras sammeln und eigentlich auch die Kiefernzapfen behalten. Die Antenne schlägt hier nicht so richtig aus. Aber ich bin ja auch noch ein bisschen im Sammelmodus. Das wird sich aber gleich auch ändern. Also man versucht hier ja schnell durchzukommen. So, mir ist auch schon kalt. Ich brauche irgendwie Beefalos oder Kaninchen. Für die Kaninchenohrenschützer zumindest. Ich renne mal so lange weiter, bis mir eisekalt ist. Hier sind schon mal Spinnen, das ist doch schon mal nett für mich. Und da ist mir eisekalt. Das Signal ist sehr schwach. Dann mache ich mir hier ein Feuer, bevor ich erfriere. Ich baue mir mal ein Feuer. Ups. Vor. Landschaft. Auf den ersten Blick erstmal keine Büffel. Aber hier sind so Hasenlöcher. Na gut. Dann mache ich mir mal trotzdem so eine Falle. Damit kann ich hier die Spinnen einfangen. Jagen den Maulwurf, den Ärmsten. Komm mal rein in die Falle. Den locke ich mal an mit meinem Wärmestein. Dann kriege ich auch noch mal ein bisschen Fleisch raus. Ja, eigentlich müsste ich noch gar nicht hier so rumstehen, so untätig. Ich habe hier noch ganz schön viel was vor. Ach komm, es geht besser. Einmal richtig Power. Jetzt ist er rot. 21, 22. Mal gucken, wie lange es anhält. Ich laufe weiter. Und zwar hier weiter entlang. Auf Büffel. Jetzt. Ah, oh, auch sehr schön. Ich finde es sehr nett, dass die das hier gemacht haben, schon von sich aus. Dass hier direkt. Hier mache ich mal auch so einen Steinkreis hin. Obwohl, vielleicht lieber noch nicht. Dass seit neuestem man hier direkt die so ein kleines Rettungskit hat. Das ist wirklich sehr nett. Einen Hammer kann ich mir nicht bauen, weil ich da unten den Stein noch nicht abgemeißelt habe. Kann ich ändern. Na komm, das krieg ich noch hin.
das geht noch, das geht noch, das geht noch. So dringend war das jetzt, ne? Dann habe ich zumindest nämlich schon einmal einen Helm. So. Kaltes Feuer habe ich nicht vorzumachen. So, ein Seil. Und einen Helm, bitte, danke. So. Das esse ich auch einmal. Schön. Das ist ein Feuer. Und ich heiz mich hier mit dem Grasbüsche an, weil ich keine Lust habe, mein Holz dafür zu verschwenden. Kein Problem mit, wenn ihr hier auftaucht. Macht ruhig ein Nickerchen, fühlt euch wohl. Ich habe die Axt direkt hier gelassen, weil ich mit der Axt dann auch nochmal Bäume fällen kann. Da genau für ein Feuer genug. Und ich habe noch eine Fackel hingelegt. Für den Fall, dass ich vielleicht was anzünden möchte. Und jetzt farme ich mal hier die Schweineköpfe komplett ab. Dann kann ich mir nämlich nochmal ein paar Helme machen auch. Nee, nee, nee. Charlie, keine Lust auf dich gerade. Dankeschön. Keine Zeit zum Spielen mit dir. Pinguine agieren übrigens auch als Mob, also die sind ganz friedlich, legen Eier, die auch sehr nahrhaft sind, wenn man die gepackt bekommt. Die lassen mich aber so erstmal in Ruhe, die kann man so ein bisschen durch die Gegend schubsen, das stört die nicht allzu sehr. Und wenn ein Monster kommt, kann man ganz kurz zu denen hinlaufen. Und manchmal hat man das Glück, dass die Monster dann, also die Hunde zum Beispiel, die Pinguine statt einem angreifen. Ja, und wenn man die dann einmal angreift, die Pinguine greifen alle als Mob einem zurück an. Und das ist ein bisschen doof, weil die auch gar nicht so viel droppen. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, gegen die zu kämpfen. Habe ich irgendwas gehört? Ach, das war wieder ein Maulwurf. Ich laufe einmal hier die Fläche ab. Ich habe noch gar keinen Übergang gesehen. Und auch noch keine Büffel. Büffel wären richtig gut. Hasenjagd wird ein bisschen schwierig, weil der Tag so kurz ist. Ist hier oben gemacht? Das war Wunschdenken, oder? Und hier war ich schon mal. Okay, das heißt, der Übergang wird links von mir sein. Das ist tatsächlich so wie ein Korridor dann aufgebaut. Jetzt einmal hier durch die Mitte. Was bedeutet, dass ich hier versuche, ein bisschen zu farmen noch, damit ich alles auch möglichst mitnehme, falls ich dann gleich auf der anderen Seite des Übergangs nichts mehr habe. Also keine Bäume oder was weiß ich was. Eine Wintermütze wäre schon nett. Ja, wäre schon ganz praktisch. Hier ist anscheinend nur der Spawn und kein... wie soll ich sagen? Kein Ding, genau. Schwieriges Wort. Ding. So.
Friri, Friri. Achso, hier waren die Spinnen, deswegen habe ich jetzt nicht komplett gelaufen. Ich darf ein bisschen weiter, ich habe gerade nicht so richtig Lust, stehen zu bleiben für Feuer. Dann schauen wir mal, wie hier das ausschaut. Okay, ich muss mir ein Feuer machen, das geht so nicht. Ja, ich bin ordentlich Leben abgezogen, das war nicht so schlau. Ich hatte keine Lust, stehen zu bleiben. Dann farm ich mal das Eis hier ab. Ich schon mal hier so untätig rumsitze. Lass mein Stein hier neben liegen. Die Schaufel. So. Sehr kurze Tage hier. Ah, hier ist Sumpfgebiet plötzlich. Okay, vielleicht ist es doch anders, als es mir erst erschien. So, dann wieder Gedönsel in die Hand. Böp. Aber es ist auch wirklich, ne? Noch nichts gefunden, nur rumgerannt. Ich habe Lust als nächstes ein bisschen mehr Don't Starve Together zu spielen. Ich habe gesehen, dass es viele gibt, die das alleine auch spielen. Es gibt ja sehr viele Dinge in Don't Starve Together, die es im normalen Spiel nicht gibt. Und andersrum auch. Und vieles funktioniert auch ein bisschen anders. Und da hätte ich mal Lust, ein bisschen was auszuprobieren. Obwohl ich mit René zusammen auch schon relativ viel Don't Starve Together spiele. Gibt es hier irgendwas, was ich entbehren kann? Ja, das hier. Und ich muss mir für die Nacht... Hier wird es lauter. Vielleicht nicht so mit Bäumen umzingelt ist. Und Spinnen. Da oben zum Beispiel. Nee, da oben ist nicht gut. Hier ist auch nicht so gut, aber ist besser. Na gut. Ey. Hier. Schluck das. Na gut, dann werde ich jetzt erstmal auf Pause machen und starte mit euch wieder an Tag 4. Ich fahre mich hier mal ein bisschen Holz nebenbei und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann bis dann, ciao!